Es gibt kaum etwas, das mehr erfrischt als ein eiskaltes Glas Wasser. Nicht jeder empfindet dieses Getränk immer als erfrischend und befriedigend, dein Körper dankt es dir jedoch in jedem Fall. Ein Glas Wasser kann erfüllender sein als eine Tasse Tee oder ein Glas Softdrink. Ganz egal ob Cola, Fanta oder irgendein Energydrink. Allerdings trinken viele von uns viel zu wenig Wasser. Und genau hier liegt das Problem. Denn ein ausgeglichener Wasserhaushalt im menschlichen Körper hält fit und gesund. Viele lebenswichtige Körperfunktionen werden allein durch einen intakten Wasserhaushalt aufrechtgehalten. Die natürlichste Ressource der Welt ist also Lebenselixier pur. Indem wir diese Ressource nicht nutzen, schaden wir unserem Körper enorm. Also stopp das Video, hol dir ein Glas Wasser und wir können beginnen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere diesen natürlich und gebe dem Video einen fetten Like. Heute mit 10 Anzeichen, dass du zu wenig Wasser trinkst und mehr trinken solltest. Los geht's. Dein Mund ist trocken. Das mag dir im ersten Moment sehr offensichtlich erscheinen, das ist es aber nicht. Natürlich kennst du das Gefühl, wenn dein Mund sich trocken anfühlt und du dringendst etwas trinken möchtest. Doch viele machen an dieser Stelle einen fatalen Fehler. Sie trinken gezuckerte Getränke. Diese Drinks lösen das körperliche Problem nur kurzfristig und es fühlt sich für dich nur so an, als wäre dein Durst gestillt. Das Verlangen deines Körpers besteht jedoch weiterhin. Das Trinken von klarem, reinem Wasser besänftigt die Schleimhäute in deinem Mund und es hilft dir dabei, dass ausreichend Speichel produziert wird. Der menschliche Körper produziert am Tag etwa einen halben Liter Speichel, der zu etwa 99,5% aus Wasser besteht. Der Speichel hat viele Funktionen, das Sprechen, Schlucken und Schmecken wären ohne ihn gar nicht möglich. Du bist übermäßig durstig. Ich habe dir bereits von dem trockenen Mund berichtet und auch, dass Speichel für dich wichtig ist, um alle normalen Funktionen deines Körpers nutzen zu können. Durst geht aber jedoch noch weiter, noch ein ganzes Stück weiter. Zum Beispiel, wenn der Bereich um deine Zunge einer Wüste gleicht. Jeder, der bereits einen Kater hatte, weil er am Abend zuvor etwas zu viel Alkohol zu sich genommen hat, kennt dieses Gefühl. Du wirst wach und hast das Gefühl, du könntest ganze Flüsse austrinken. Alkohol entzieht deinem Körper Wasser und dein Körper sendet dir ein Signal, dass du ihn bitte dringendst mit Wasser versorgen solltest. Höre auf deinen Körper, das ist ganz wichtig. Er sendet dir nicht umsonst irgendwelche Zeichen, denn er hat genau das gleiche Ziel wie du. Er will, dass es dir gut geht und es auch ihm gut geht. Du hast trockene Haut. Deine Haut ist das größte und auch vielseitigste Organ deines Körpers. Daher solltest du ihm besondere Aufmerksamkeit schenken und immer dafür sorgen, dass die Haut ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt ist. Tatsächlich ist es so, dass trockene Haut eines der ersten Anzeichen dafür ist, dass dein Körper dringend mehr Flüssigkeit benötigt, bevor es zu ernsthaften körperlichen Problemen kommt. Deine Haut hat viele wichtige Aufgaben. So schützt sie dich zum Beispiel vor Krankheitserregern, vor Strahlenschäden und so weiter. Außerdem reguliert die Haut neben einer Vielzahl weiterer Aufgaben den Wärmehaushalt deines Körpers. Du hast Gelenkschmerzen. Deine Bandscheiben, Knorpel und Gelenke bestehen bis zu 80% aus Wasser. Es ist unumgänglich, dass du deine Knochen dafür schützt, dass sie bei jeder Bewegung aneinander reiben. Indem du deinen Wasserhaushalt ausgeglichen hältst, schützt du deinen Körper und speziell auch deine Knochen. Du vermeidest Schmerzen und eine hohe Abnutzung sowie Verletzungen, nicht nur beim Joggen oder Rennen, sondern auch bei den alltäglichen Bewegungen. Zum Beispiel bei einem Spaziergang. Also, was lernen wir daraus? Trinkt Wasser. Deine Augen sind trocken. An dieser Stelle sollte dir schon klar sein, dass das Trinken von Wasser essentiell für deinen Körper ist. Aber nicht nur dein Mund und deine Haut sind Indikatoren dafür, dass du zu wenig trinkst. Auch deine Augen zeigen es dir. Denn der Mangel an Wasser führt zu trockenen, brennenden oder geröteten Augen. Etwa 8 bis 10 Millionen Deutsche, also man könnte sagen ein Achtel der Deutschen, leiden schätzungsweise an trockenen und gereizten Augen. Die Tränendrüsen können dabei austrocknen, klingt im ersten Moment praktisch, ist aber nicht so ungefährlich für deinen Körper. Also schütze deinen Körper und beginne sofort damit, mehr zu trinken. Du fühlst dich müde und lethargisch.
Gerade habe ich dir gesagt, dass dein Körper im Notfall einfach Wasser aus deinem Blut benutzt, um alle Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Ein Mangel von Wasser in deinem Körper und im Blut führt damit auch zu einem Mangel an Sauerstoff in deinem Körper und dieser führt dazu, dass du dich müde und träge fühlst. Wenn diese Mangel gegeben sind, fühlst du dich oft schon um 2 Uhr mittags oder sogar schon eher ausgepowert. Auch der gute alte Kaffee oder der Energy Drink wird dir mittelfristig nicht weiterhelfen. Achte einfach auf einen erfüllten Wasserhaushalt und dir steht mehr Energie am Tag zur Verfügung. Du bleibst länger krank. Wenn du viel und regelmäßig Wasser trinkst, werden Giftstoffe aus deinem Körper gespült. Deine Organe arbeiten besser und zuverlässiger, denn Wasser ist einer ihrer Antriebsstoffe. Wenn du deinem Körper nicht ausreichend Wasser zum Arbeiten gibst, dann holt er sich das Wasser aus anderen Quellen, zum Beispiel aus deinem Blut. Wenn du also gesund sein möchtest und im Falle einer Krankheit schneller genesen möchtest, dann sorge stets dafür, dass du deinem Körper ausreichend Wasser zur Verfügung stellst. Du fühlst dich oft hungrig. Wenn du nicht ausreichend Wasser zu dir nimmst, fühlst du dich auch häufiger hungrig. Dein Körper versucht den Mangel an Wasser auszugleichen und du hast das Gefühl, dass du die Nahrung zu dir nehmen solltest. Das kann zu jeder Tages- oder Nachtzeit passieren. Ich erinnere an dieser Stelle mal kurz an den obligatorischen Mittagssnack. Das hat natürlich auch seinen Haken. Immer wenn du Nahrung zu dir nimmst, bedeutet das für deinen Körper mehr Arbeit. Im Gegensatz dazu verschafft das Trinken von Wasser deinem Körper Energie. Du solltest also stets dafür sorgen, dass dein Körper ausreichend mit Flüssigkeit versorgt ist, bevor du ihm die Nahrung zuführst. Und dieses ständige Essen könnte auch dazu führen, dass ihr ja irgendwann an Übergewicht leiden könntet. Also passt auf. Deine Muskelmasse nimmt ab. Deine Muskeln bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Das heißt in der logischen Konsequenz, weniger Wasser bedeutet auch weniger Muskelmasse. Vor, während und nach dem Training solltest du Wasser trinken, denn das hält deinen Wasserhaushalt nicht nur ausgeglichen und dich selber fit, sondern es bringt außerdem das Wasser zu den richtigen Stellen an deinen Körper. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr trainieren geht, nehmt immer genug Wasser mit, so erhaltet ihr auch den größtmöglichen Erfolg, den ihr wahrscheinlich alle haben wollt, vermute ich mal. Weil trainieren geht man meistens, um irgendwas zu verändern und dann irgendeinen Erfolg zu haben, logisch. Du musst selten aufs Klo. Das mag ganz praktisch sein, ist aber sehr schlecht. Wir haben ja schon gelernt, dass die Niere Giftstoffe über das Urin ausscheidet. Wenn du also weniger pinkeln musst, können diese Stoffe nicht ausgeschieden werden. Dein Urin sollte hell sein. Je dunkler der Urin ist, umso weniger Wasser hat man getrunken. Morgens nach dem Aufstehen ist es jedoch normal, dass der Urin etwas dunkler ist. Im schlimmsten Fall kann es übrigens passieren, dass du gar nicht mehr musst. In dem Fall solltest du dringend sofort zum Arzt. Hier nochmal eine Tabelle, wie viel Wasser ihr bei eurem jeweiligen Gewicht zu euch nehmen solltet. Bei 55 Kilogramm sollten es ca. 1,7 bis 2,2 Liter sein. Bei 60 Kilogramm sollten es ca. 1,8 bis 2,4 Liter sein. Bei 70 Kilogramm sollten es ca. 2,1 bis 2,8 Liter sein. Bei 80 Kilogramm sollten es ca. 2,4 bis 3,2 Liter sein. Bei 90 Kilo sollten es ca. 2,7 bis 3,6 Liter sein. Bei 100 Kilo sollten es ca. 3 bis 4 Liter sein. Und so weiter. Wichtig, wenn ihr Muskelmasse aufbauen wollt, solltet ihr ca. 300 bis 700 Milliliter mehr trinken als der Mindestverbrauch, den ich gerade vorgelesen habe. Habt ihr allerdings vor, abzunehmen für die perfekte Sommerfigur, denn der Sommer naht, man kennt es, man will die perfekte Sommerfigur haben, den perfekten Sommerbody, dann solltet ihr ca. 400 Milliliter bis 1 Liter mehr trinken, also mehr als der Mindestverbrauch. Die Menge ist natürlich abhängig von eurem Gewicht. Wiegt ihr mehr, müsst ihr mehr trinken, wiegt ihr weniger, müsst ihr natürlich weniger trinken, logisch. Menschen vergessen einfach zu trinken, weil sie viel zu tun haben, arbeiten oder mit der Familie unterwegs sind. Deshalb sorge dafür, dass du ständig Wasser in deiner Sichtweite hast. Deine Augen und dein Kopf werden perfekt harmonieren und dich immer wieder daran erinnern, genug Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Natürlich solltest du es aber auch nicht übertreiben, aber 2 bis 3 Liter Wasser solltest du deinem Körper mindestens täglich gönnen. Fang am besten sofort damit an. Und ein kleiner Lifehack, ihr könntet eine 1 Liter Wasser
Wasserflasche nehmen, also am besten eine Plastikflasche, und die füllt ihr einfach 2 bis 3 Mal am Tag voll. So könnt ihr kontrollieren, wie viel Wasser ihr am Tag zu euch nehmt, und ihr könnt das auch nicht vergessen, zu wenig zu euch zu nehmen, weil ihr direkt seht, dass ihr zu wenig genommen habt. Ach, und anderes Thema, kleine Info nebenbei, wie ihr sicherlich schon von vielen anderen YouTubern mitbekommen habt, läuft es mit dem YouTube Money aktuell überhaupt nicht so gut, das habe ich im letzten Video schon mal erwähnt. Und in meinem Fall, wie schon erwähnt, ist es nicht so dramatisch, aber wenn ihr wirklich wollt und mich finanziell unterstützen wollt und mir sozusagen unter die Arme greifen wollt, dann holt euch über meinen Link ganz oben in der Beschreibung das Probeabo von Audible. Audible bietet Hörbücher an und es ist nach meinem Wissen der beliebteste Hörbuchanbieter auf dem Markt. Wie schon erwähnt, ihr bekommt über meinen Link ein kostenloses 3-monatiges Probeabo und könnt ganz locker jeden Monat kündigen. Das hat hier nichts mit Geldgeil zu tun, das ist nur an die Leute, die mich wirklich unterstützen wollen. Da wäre ich euch auch mega dankbar für. Also danke an jeden, der das macht, und danke auch an jeden, der meine Videos guckt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video natürlich einen Like und abonniert den Kanal für noch mehr coole Videos. Und damit haut raus, wir hören uns das nächste Mal. Bye!